In diesem Video geben wir Ihnen einen Überblick über Conversations im Personio zur Verwaltung von Mitarbeiteranfragen. Interne Service-Teams werden oft mit täglichen Anfragen von Mitarbeitern überschüttet. Ohne ein effizientes Ticketsystem wird es da schwierig, den Überblick über die vielen Anfragen zu behalten. Mit Conversations bietet Personio eine zentrale Anlaufstelle für die Anfragenverwaltung, die auch den Mitarbeitern ein positives Erlebnis vermittelt. In Conversations bezeichnen wir einen Mitarbeiter, der eine Anfrage sendet, als anfragende Person. Mitglieder von Service-Teams, die Anfragen erhalten und verwalten, heißen Experten. Personio Conversations kann in Slack und Microsoft Teams integriert werden. E-Mail ist standardmäßig aktiviert und Anfragen an bestimmte Mailadressen werden automatisch an Conversations weitergeleitet. Das bedeutet, dass Ihre Mitarbeiter weiterhin all ihre Anfragen über ihre gewohnten Kanäle senden können. Die Anfragen werden dann in Conversations weitergeleitet und können dort von den Mitarbeitern Ihrer Service-Teams bearbeitet werden. Wenn eine anfragende Person eine Anfrage abschickt, wird ihre jeweilige Mitarbeiterinformation aus Personio gezogen und unter dem Reiter Anfragende Person der generierten Anfrage angezeigt. So sehen die Experten die Rolle, Abteilung, Standort und andere Angaben der anfragenden Person und können personalisierter antworten. Die anfragende Person erhält die Antwort basierend auf dem Kanal, den sie zum Senden ihrer Anfrage benutzt hat, was für größere Kontinuität sorgt. Eine der wesentlichen Funktionen von Conversations ist die Möglichkeit, Mitarbeiteranfragen umfassend zentral zu organisieren. Können Sie auf alle Anfragen unter dem Reiter Anfragen zugreifen. Dort sehen Sie eine Übersicht aller Anfragen, sowohl die, die noch nicht zugewiesen sind, als auch die, die Ihnen zugewiesen wurden. Hier ein paar Beispiele, wie Sie Anfragen in Conversations organisieren können. Anfragen bestimmten Experten zuweisen und anderen Teams neu zuweisen. Anfragen nach verschiedenen Kriterien, wie zum Beispiel Priorität oder Fälligkeitsdatum, filtern und Filteransichten speichern. Individuell anpassen, wie Anfragen dargestellt werden, zum Beispiel in einer Kanban-Tafel. Sie können innerhalb von Anfragen auf verschiedene Kommunikationsfunktionen zugreifen. Mit diesem Feature sparen Sie Zeit und die Zusammenarbeit wird effektiver. Interne Notizen zur Eingabe von Notizen, die nur für andere Experten sichtbar sind. Genehmigungen zum Senden von Genehmigungsanfragen an Personen innerhalb oder außerhalb Ihres Unternehmens. Mit Formulare können Sie passende Formulare für häufig gestellte Anfragen anhängen. Sie können auch Dateien anhängen, für häufige Antworten Vorlagen speichern und in Antworten und Notizen externe Benutzer einbeziehen. Eine weitere nützliche Funktion in Conversations ist Projekte. Hier können Sie Themen, die ähnlich sind, in Gruppen zusammenfassen und Experten aus verschiedenen Teams die Möglichkeit geben, an gemeinsamen Projekten zusammenzuarbeiten. Zum Beispiel können Sie für die Organisation eines Events ein Projekt anlegen und dieses einem Team zuweisen. Neue Anfragen können dann direkt im Projekt gestellt werden und auch bestehende Anfragen dem Projekt hinzugefügt werden. Sie können leichter einen Überblick über den Projektfortschritt behalten und Sie sehen, wie weit die einzelnen Aufgaben bereits fortgeschritten sind. Unter dem Reiter Direktkontakt können Sie neue Anfragen von einer bestimmten Person oder einer Gruppe von Personen initiieren. Die Empfänger können beliebige Personen sein, sowohl interne als auch externe Benutzer. Die Antworten der Empfänger werden in Mitarbeiteranfragen umgewandelt und so können Sie Supportanfragen in großem Umfang managen. Herzlichen Glückwunsch! Jetzt kennen Sie die verschiedenen Bereiche von Personio Conversations.